Zum 13. Mal ist gestern der grüne Teppich vom Zurich Film Festival ausgerollt worden. 10 Tage lang steht die Limmatstadt ganz im Zeichen des Films. Und auch dieses Jahr wird wieder viel internationale Prominenz erwartet. Beim Eröffnungsabend gestern sind aber vor allem unsere Stars Made in Switzerland im Blitzlichtgewitter gestanden. Und bis es dann Game Set Match geheißen hat gestern Abend, ist es dann auch noch eine Weile gegangen. Das kann ich sogar selber bezeugen. Wir bleiben bei der Kunst, wechseln aber das Genre. Vielleicht haben Sie schon mal von Marcel Duchamp Kunstpreis gehört. Das ist die wichtigste Kunstauszeichnung von Frankreich. Und ein Schweizer ist hautnah davor, genau diesen Preis abzuräumen. Der Vittorio Santoro hat italienische Wurzeln, lebt in Paris und ist erst der zweite von unserem Land, der für diesen Preis nominiert ist. Diese Woche war Vernissage. Und mit der Kunst sind wir auch schon gerade beim richtigen Thema für unsere Sonntagssendung. Das G&G Weekend fliegt für einmal aus, und zwar in mein Heimatdorf Riechen bei Basel. Wie er es geschafft hat, die Schweiz zu einer Kunstmetropole zu machen, welche Beziehung er zu der internationalen Prominenz hat und welche Kunstwerke er zuhause hortet, verratet er uns am Sonntag, am 10.07. Ich wünsche ein erholsames Wochenende.